Du hast die Magnificent Seven verpasst und die Börse steigt ohne dich. Kein Problem, dann steckt dein Geld einfach in die Seven Samurai. Goldman Sachs hat 7 Aktien aus Japan ausgegraben, die gewissen Fundamentalkriterien Genüge tun und für den Höheflug des Nikkei 225 mitverantwortlich sind. Ob das meines Erachtens eine weise Entscheidung wäre, dein Geld in die 7 Samurai zu stecken, das verrate ich dir in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien aus der ganzen Welt. Da darf also auch gerne Japan dabei sein. Und an der Stelle immer noch ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. So, jetzt geht es aber zu den 7 Samurai schon. Das ist also eine Namensschöpfung von Goldman Sachs. Und sie wurde dankend aufgegriffen von der Finanzpresse, beispielsweise hier Bloomberg oder hier Nikkei Asia oder hier CNBC, also die 7 Samurai. Das war so ein kleiner Marketing-Coup von Goldman Sachs. Und wir wollen jetzt mal gucken, was da wirklich dahinter steckt. Deshalb gehen wir doch am besten gleich in den Aktienfinder und lassen mal die nackten Zahlen sprechen. Ich habe einen Merkzettel gemacht, da sind schon die 7 Samurai versammelt und das sind sie. Gucken wir uns doch mal einfach an, was wir da so vor uns haben. Am besten erstmal die Performance, weil darum geht es ja, das ist wohl die Erwartungshaltung. Und tatsächlich sehen wir hier erstmal alles grün, sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben dann hier auch 10-Bagger, ab 100% 10-Bagger. Wir haben hier also beispielsweise Kursgewinn auf 5 Jahre, auch einige 10-Bagger drunter, was vielleicht auffällt, ist dann aber, dass wir hier beispielsweise eine Aktie haben, die auf die letzten 10 Jahre Kursgewinne insgesamt, nicht pro anno, also per Jahr, von 12% gemacht. Subaru, kratz, kratz, kratz. Subaru, was war denn das? Das ist doch irgendwas mit 4 Rädern, richtig. Das ist ein Automobilhersteller. Gucken wir uns mal kurz hier die Branchen an, dann sieht man das auch ganz schön. Das ist ein Autohersteller, und zwar ein relativ kleiner mit unter 15 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Könnte man sich schon fragen, was der zu tun hat in dieser Liste, wo man auch eher angelehnt an die Magnificent Seven Hardware oder Software wenigstens erwarten sollte, also Hightech im Allgemeinen gesagt. Und dann sehen wir hier unten auch Toyota, einen Giganten mit knapp 300 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Er hat besser performt, aber auch bei Toyota kann man sich fragen, was machen die da eigentlich? Nochmal ganz kurz zurück in dieser Liste. 500% auf 15 Jahre Kursgewinne und verdreifacht auf 10 Jahre. Also für Magnificent Seven Verhältnisse absoluter Underperformer wäre das. Und weder Toyota noch Subaru stehen ja ganz vorne mit dabei in der Elektrifizierung oder Digitalisierung des Autos. Im Gegensatz zu Tesla, die ja bei den Magnificent Seven mitspielen, die aber mindestens genauso viel eine Technologieaktie sind oder ein Technologieunternehmen wie ein Automobilhersteller. Das ist bei Subaru und Toyota nicht der Fall. Insbesondere Toyota ist ja eher dafür bekannt hier, dass sie bezüglich der Elektrifizierung sehr skeptisch eingestellt sind. Die hinken da deutlich hinterher. Insofern auf jeden Fall schon mal kritikwürdig, beziehungsweise kann man fragen, warum Goldman Sachs diese Aktien da reingeholt hat. Da hätten wir ja auch noch die Mitsubishi Corporation beispielsweise, eine der, ich denke, es sind 5 Handelsgesellschaften in Japan, wo man sich auch fragen kann, was machen die da eigentlich? Die Mitsubishi Corporation auf ein Jahr 96%, 220% auf 5 Jahre gemacht und auf 15 Jahre knapp 800% und damit immer noch kein 10-Bagger, auch wenn die Performance positiv war. Gut, bleiben immerhin noch 4 Aktien übrig und 3 davon haben wir hier auch als Halbleiterzubehör klassifiziert, 1 als Werkzeuge, aber auch das ist, werden wir gleich sehen, die Disco Corporation, die haben durchaus was im Halbleiterbereich zu tun. Ja, ist da dann entsprechend eine hohe Performance zu erwarten. Das gucken wir uns jetzt für alle 4 Aktien an. Hinweis noch, wie so oft in Japan, Dividendensaaler allesamt und sie schütten 2-mal im Jahr Dividende aus. Schauen wir uns jetzt mal eine nach der anderen an. Fangen wir mit der Disco Corporation an. Und die Disco Corporation habe ich übrigens schon ganz kurz erwähnt,
bei einem Interview mit Bernecker TV vor wenigen Tagen, das ist auch noch brandneu, da haben wir auch andere interessante Aktien besprochen, sollte ich oben mal hier einblenden. Das Video kannst du dir auch gerne anschauen. Die Disco Corporation, die stellen Schleif- und Poliermaschinen her für unter anderem die Hardwareindustrie. Da haben wir sie, das sind so Schleifmaschinen. Und hier sieht man dann auch nochmal schön, dass damit im Prinzip, dass das in der Waferherstellung eine Rolle spielt. Wichtig an der Stelle, was wir ja eigentlich immer wissen wollen, ist, handelt sich hier um qualitativ hochwertige Unternehmen, langfristig steigende Gewinne, dynamisch steigende Gewinne, das wäre unsere Erwartungshaltung und sind ja auch noch halbwegs günstig bewertet, beziehungsweise ist eine positive Rendite zu erwarten, wenn wir jetzt einsteigen würden in diese Aktie. Gucken wir uns mal die Performance an. Hier, year to date, hat knapp 50% zugelegt, ausschließlich Kursgewinne, noch keine Dividende geflossen, ist schon recht ordentlich. Und dann würde ich auch mal gleich sagen, gucken wir uns mal an, was der Qualitätscheck zu bieten hat. Und da sehen wir hier, dass wir durchaus eine längere, schwächere Periode hatten mit seitwärts laufenden Gewinnen, die auch relativ volatil verlaufen sind. Jetzt haben wir nahe am Allzeithoch den Gewinn, allerdings hier leicht einen leichten Knick. Schön sind die langfristig steigenden Margen und dann auch immer wieder mal steigenden Umsätze. Da ist durchaus Dynamik drin, aber ausschließlich ist wirklich in den Prognosen. Wenn wir hier, wie gesagt, eine kurze Durststrecke haben, interessant natürlich auch immer die Bewertung, die Multiples. Und was wir hier sehen, das schreckt doch eher ab. Lange Zeit hatten wir zwar ein Auf und Ab bei dem KGV, und dann nehmen wir das bilanzierte KGV auch rein. Ich denke, bei allen Japanern so, okay, die haben so keine so großen Unterschiede zwischen bereinigtem und bilanzierten KGV. Und dann sehen wir hier, wie die Aktie deutlich teuer geworden ist. KGV Expansion Deluxe, hier von einem 20er KGV auf ein KGV von 77. Und dann haben wir hier ja relativ stark steigende, laut Prognose, Gewinne. Aber selbst das würde nicht reichen, um das höhere KGV vollständig abzubauen. Das heißt, selbst im Frühjahr 2026 hätte die Aktie noch einen KGV von 37, was immer noch deutlich höher wäre als in der Vergangenheit. Das deutet schon darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Gehen wir jetzt in den fairen Wert rein. Und da sehen wir auch nochmal, wie das Papier zugelegt hat. Innerhalb eines Jahres hier, seit letztem März, hat die Aktie zugelegt hier um 240%. Und wenn wir jetzt hier den fairen Wert drüberlegen, mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir hier ganz eindeutig, dass die Disco Corporation deutlich, deutlich überbewertet ist mit dem Rückschlagspotenzial aufs Ende des laufenden Geschäftsjahres, das in ungefähr einem Jahr zu Ende ist, Ende März, hier von 33%. Mit anderen Worten, ich halte die Aktie derzeit auf diesem Niveau definitiv nicht für kaufenswert. Gehen wir zur nächsten Aktie, wäre jetzt dann die Screen Holdings. Die Screen Holdings, also Hardware-Ausrüster, kann sein, dass ich die hier irgendwo habe. Das müsste sie sein, die Screen Holdings. Ja, hier sieht man, was die alles tun. Unter anderem Software, also Die-Packaging und andere Sachen. Will ich gar nicht so arg drauf eingehen. Was mich interessiert, ist die Performance, ist die fundamentale Güte dieser Aktie und ob sie noch günstig bewertet ist. Schauen wir uns mal hier die Fundamentals an. Und es sieht ja ein bisschen ähnlich aus wie bei der Disco Corporation, nur eine Spur schlechter, würde ich sagen. Das heißt, wir hatten ja öfter mal eine Verlustphase gehabt, dreimal. Wir haben hier eine Dividendenkürzung gehabt im Jahr 2020, relativ deutlich, und nochmal einen Gewinneinbruch. Jetzt haben wir allerdings einen Gewinn auf Allzeithoch und die Performance auch hier, Disco Corporation leicht geschlagen mit ungefähr 55% Performance im laufenden Jahr, was ja noch nicht allzu alt ist, 2 Monate und 1 Woche, also deutlicher Outperformer. Und na, jetzt gehen wir erstmal noch in den Multiples-Chart rein und da haben wir hier den Gewinneinbruch, deshalb hier ein extrem hohes KGV. Zoomen wir mal ein bisschen hier rein, um das Ganze dann doch wieder besser zu sehen. Da haben wir hier ein KGV von 12 im Durchschnitt gehabt, also hier haben wir ein KGV ja, von um die 12, teilweise war das KGV auch so niedrig, dass es unter 7 lag und jetzt
Disco Corporation lässt grüßen, KGV Expansion Deluxe, die zweite, haben wir hier ein KGV von 33, weniger als die Hälfte, also Disco Corporation, wenn man das hier proportional sieht, immerhin noch eine Verdreifachung, wenn man das jetzt nur auf dieses Unternehmen bezieht. Und dann haben wir hier auch trotz steigender Gewinne immer noch im Jahr 2026, Mitte 2026, hätten wir immer noch ein KGV von knapp 19, was deutlich über dem Schnitt liegen würde. Wir haben also auch hier vermutlich eine krasse Überbewertung vor uns und können das nochmal hier ein bisschen näher sehen. Aktueller fairer Wert wäre bei 11.650 japanische Yen, aber sie kostet fast 19.000 japanische Yen. Und das Rückschlagspotenzial hier in diesem Fall bis Ende des laufenden Geschäftsjahres, was auch fast ein Jahr noch hin ist. Die haben alle im März, also diese Corporation auch, Geschäftsjahresende. So, dann hier 24% Rückschlagspotenzial. Also auch diese Aktie aus meiner Sicht uninteressant. Kommen wir zu Tokyo Electron und da gucken wir auch erstmal halt in die Performance rein. Haben eine Performance, die haben alle um die 50% gemacht, hier to date von um die 50% hier, auch ausschließlich Kursgewinne bislang. Gehen wir in den Qualitätscheck rein, da sieht man ja wieder ein ähnliches Bild wie bei den anderen beiden Unternehmen auch hier. Ebenfalls drei Verlustjahre in den letzten 20 Jahren. Hier wie bei der Disco Corporation sind die Gewinne jetzt erstmal wieder rückläufig, bis sie dann wieder anziehen sollen, angeblich. Ja, müssen wir mal gucken, haben wir was? Das ist die Tokyo Electron Webseite und da sieht man hier, erinnert so ein bisschen an ASML hier, diese ganzen Automaten und man sieht hier, sind teilweise Marktführer bzw. Weltmarktführer, übersetzt sich aber nicht unbedingt hier in astreines, langfristiges Gewinnwachstum. Gucken wir uns die Multiples an, dann haben wir hier das gewohnte Bild. Wir haben jetzt in diesem Fall ein 17er KGV im Durchschnitt. Aktuell hat die Aktie aber ein KGV über 50 und dann laut Prognosen soll der Gewinn steigen, würde das KGV fallen, aber selbst im Jahr 2027, Anfang März 2027, hätten wir immer noch ein KGV von 23, was deutlich über dem Schnitt von 17 liegen würde. Ob das erreicht wird, ob wir so ein Gewinnwachstum haben, steht ja auch ein bisschen in den Sternen. Auch diese Aktie also gnadenlos überbewertet und für mich nicht interessant. Da hätten wir hier Advantest. Gucken wir uns die Performance an. Auch hier knapp 50%, 45%. Hier gehen wir in den Qualitätscheck rein. Sehen wir wieder das gewohnte Bild. Hier sogar noch mehr Verlustjahre als bei den anderen. Haben hier jetzt ebenfalls die Delle, die Gewinndelle quasi, bevor es dann später wieder aufwärts gehen soll. Haben hier einen eine Multiple-Expansion, das durchschnittliche KGV hier 21, aktuelles KGV liegt bei 77, wie die Disco Corporation. Und dann hätten wir hier dank steigender Gewinne ein KGV im Frühjahr 2026 von 30. Hier zu viel Glaskugel, wie es da sich dann entwickeln sollte, das ignorieren wir einfach. Also, auch in diesem Fall scheint die Aktie überbewertet zu sein. Gucken wir uns das Ganze hier an. Und dann gucken wir uns den fairen Wert hier rein und dann sieht man hier gleich, das ist vielleicht am dramatischsten, hätten wir hier einen fairen Wert von 2600 japanischen Yen und 7000 japanischen Yen kostet fast die Aktie. Wenn es jetzt dann das Geschäftsjahr wieder relativ gut laufen soll, das wir Analysten prognostizieren, wir immer noch ein Abwärtspotenzial von 36%, mehr als bei der Disco Corporation. So, die anderen drei, die beiden Autobauer und Mitsubishi Corporation, die erspare ich mir mal. Weil ich denke, keiner, der eine Erwartungshaltung von extrem hohen Kursgewinnen hat, will ja einen klassischen Autobauer, der eher in der Defensive ist, investieren und, oder in eine Handelsgesellschaft. Heißt das jetzt, oder was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral von der Geschichte ist, lass dich nicht von der Finanzpresse ins Boxhorn jagen. Es geht den Verfassern, in diesem Fall Goldman Sachs hier, weniger um deine Rendite, sondern es geht ihnen in erster Linie um Aufmerksamkeit, damit sie dann beispielsweise hier bei Bloomberg reinkommen. Also, Finger weg von Japan-Aktien und da sage ich, nein, schau dir stattdessen die Fundamentaldaten an von auch japanischen Aktien. Es gibt tatsächlich einige günstig bewertete Qualitätsaktien made in Japan und das beweise ich dir
jetzt im Aktienfinder tatsächlich, wir machen den Filter aus, wir setzen hier den, also den Merkzettel raus, weg mit dem Samurai und jetzt gucken wir nur auf Japan, filtern also auf japanische Aktien. Ich mache den Filter wieder zu und jetzt sortiere ich den einfach nur nach Qualitätscore absteigend und dann haben wir hier schon Aktien vor uns und jetzt gehen wir mal in den Qualitätscheck rein und vergleichen das mal mit den sieben Samurai. Da sieht man doch, dass es eindeutig ein schönes Gewinnwachstum haben, schön steigende Dividenden. Strike, was machen die? Sind da Unternehmensberater, Beratung tätig, Merger und Acquisition. Dann hätten wir die nächste, Koei Tecmo Holdings, kennt wahrscheinlich auch niemand, sieht aber doch gar nicht schlecht aus. Hier mal exorbitant steigende Gewinne, die sich dann etwas normalisieren, aber man sieht hier weiterhin die Aufwärtsbewegung intakt. Wir haben hier schön steigende Dividenden, hier mal extrem erhöht und hier haben sie sich dann wieder quasi stabilisiert und gingen dann, was haben die für eine Dividendenrendite, haben eine Dividendenrendite von 3%, knapp 2,8%, ja, immerhin. Was machen die? Die sind, die produzieren Computerspiele. Und was ich da interessant finde, ist beispielsweise die Bilanz. Denken wir an andere Computerspielhersteller wie Electronic Arts, Take-Two oder Stillfront. Die sind ja vollgeknallt mit Goodwill. Hier haben wir überhaupt keinen Goodwill. Dafür haben wir hier Aktienrückkäufe beispielsweise. Und keine Nettoverschuldung. So, oder was hätten wir hier noch im Angebot? Dann haben wir hier M3. Über M3 habe ich ein Video gemacht. Gerne angucken. Das ist ein, im Prinzip kann man sagen, ein Softwareunternehmen in der Gesundheitsbranche. Hat sich jetzt kurzfristig noch nicht ausgezahlt. Ich hoffe, das kommt noch. Oder dann hätten wir hier noch ein Unternehmen. Sieht man auch wunderschön steigende Gewinne. Die sind im Onlinehandel tätig, heißen Monato Roh. Also, nochmal zusammenfassend, egal ob Japan, USA oder der Rest der Welt, immer in Qualitätsaktien investieren, die günstig bewertet sind und sich bitte nicht von der Finanzpresse ins Boxhorn jagen lassen. So, das war mein Beitrag zum langfristigen Investieren in Qualitätsaktien. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.